Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Borderlands 2. Und zusammen natürlich mal wieder mit dem Zocklock. Hallo! Hi, hi! Ja, in der letzten Folge haben wir hier in diesem Arena-Dome-Dingens die dritte Runde geschafft. Aber ich würde mal sagen, die vierte Runde tun wir uns gerade eben jetzt nicht an, oder? Nee, machen wir jetzt mal lieber mit anderen Sachen weiter. Schauen wir erstmal weiter, also verlassen wir wieder dieses Gebiet. Kann man später vielleicht nochmal zurückkehren. Genau, was ich noch gerne machen würde, kurz meinen Aufstiegspunkt noch verteilen. Den gebe ich jetzt auf eine Nachladegeschwindigkeit, weil im nächsten Stufe kann ich meine Schild Ladeverzögerung und so weiter auch noch ändern. Das ist natürlich auch hier viel wert. Das ist ein Stalker. Ah. Brennt, meine Kleine. Brennt. Ah, die Viecher sind... wahnsinnig zappelig, die Viecher. So. Ach, guck mal hier. Slackproben. Das ist... eins unserer Sekundär... Ach nee, das ist von unserer Hauptquest sogar. Das ist Bonus für unsere Hauptquest. Also... okay. Slackproben einsammeln. 10 Stück brauchen wir davon, 2 Stück haben wir. Ach, und Experimentaufzeichnungen sollen wir auch noch finden. Also Logbücher und Container mit Proben von Slacks. Okay. Ah, Gummigranate. Yay, ein Skin freigeschaltet. Ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, irgendwas habe ich anscheinend geschafft. Okay, jetzt sind wir ja quasi in der Kampfarena. Nee. Ach nee, das ist der Eingang, die schaut fast genauso aus. Okay. Da sind wir woanders. Kleiner Mistkäfer, du. Oh, die Bots schon wieder. Ich mag euch nicht. Das irgendwann schon mal erwähnt. Ja. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Das kann man beim besten Willen nicht. Meine Herren, seid ihr nervig. Ein Stalker natürlich auch dazu. So muss ich. Naja, das ist. Alle irgendwie nervig hier. Wahnsinn. Ja, ich glaube, wenn wir hier mit den
mit der Hauptquest durch sind, machen wir mal wieder ein paar Nebenquests. Ja. Weil sie sind ja mehr oder weniger versehentlich. Wegen meiner Unfähigkeit sind wir in die Hauptquest weiter reingerutscht. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir Sidequests machen, aber dem war dann doch nicht so. Das war nix. Ja. Die Hauptgeschichte müssen wir so und so machen. Und ein bisschen Story kann ja auch nicht schaden. Das ist natürlich auch korrekt. Ja. Badass Stalker. Mann. Wenn ich was nicht leiden kann, dann sind das so Gegner, die so rumzappeln. Oder sie am besten auch noch. Dieser Vogel auf dem Keks. Ja, natürlich. Boah, ich brenne. Wieso brenne ich? Ich bin tot. Dankeschön. Jetzt bin ich down. Und da stehe ich wieder. Ach, komm schon. Kannst du mir aufhelfen? Geht's einigermaßen? Danke, das habe ich gebraucht. Dankeschön. Nein, aber jetzt bin ich geschützt durch. Ach nee, den hat er gleich Blast gemacht, der Sack. Dankeschön. Okay. So. Mal kurz gucken in die Inventar. Mal kurz was probieren. Das gibt zu werden. Ein Sniper-Gewehr mit Burst-Fire. Ah, okay. Hab ich nix dagegen. Das schaut doch so aus, als wird einer dieser Zellen sein. Keine Angst vor den hässlichen Dingern, die in den anderen sitzen. Die kommen nicht an dich ran. Geh einfach weiter zu Bloodwing, dann hast du, was du brauchst, um Claptrap zu upgraden und die Todesmauer zu durchdringen. Hey, wieso komme ich da nicht ran? What? Der war in der Kiste. Bitte hör zu. Es ist mir egal, was ihr mir antut. Aber lasst meinen Mann gehen. Er hat Schüttelfrost und ist für eure gottverdammten Experimente ohnehin völlig nutzlos. Bitte lasst ihn gehen. Na, wo hängt's denn, Sammy? Nennen Sie mich nicht. Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt. Hey, du hast doch eine Frau, hä? Und die willst du doch sicher noch mal wiedersehen, hä? Das können sie nicht. Ich höre immer noch deine Schreie. Diese Kisten sind böse. Soll ich auch mal eine aufmachen?
Okay. Spaß, Spannung und Spiel? Ja, immer her damit. Ja, fällt bei mir schon die Einrichtung auseinander. So viel Spaß, Spannung und Spiel ist da. Oh, wow, oh, oh, der hat. Da ist mir glatte Locher vom Schreibtisch gefallen. Ganz schön kleine Giftzwerge. So, jetzt möchte ich aber nur kurz gucken, ob man nicht hier irgendwie was öffnen kann oder ob man da von der anderen Seite dann durchkommt. Ist da irgendwas, was man... Da kommt man auf jeden Fall noch hin, aber ich glaube, da müssen wir auch von außen ran, außenrum durch. Mhm. Oh. Ich glaube, das hilft nichts. Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay. Was für ein beruhigendes Geräusch. Hast du sie gefunden? Geht's dir gut? Suchst du Bloodwing? Oh, ich habe sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Bloodwing ist nicht da? Verdammt! Jack verarscht uns. Warte mal, warte mal. Da rührt sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dorthin gebracht. Arbeite dich weiter durch das Reservat vor, Amigo. Ja, ja, mit uns kann man es ja machen. Hey, weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Es ist Fressenszeit. Ah, okay. Jetzt werden die Türen aufgemacht. Bisschen zu erwarten. Lass dir den Kill? Ja, ich... Oder ich... Alles klar. Ich bin sehr verbunden. Jetzt habe ich den Kill geschafft. Der hat relativ viel ausgehalten. Der Kill war nicht so schnell zu machen. Nee, ich habe ihn ja schon beschossen. Aber ja, haben wir ja aufgepasst, dass ich ihn nicht am Schluss kille. Wobei, wäre ein ja auch wurscht gewesen, dann hätte ich dich halt geholt. Ja, hättest du mich auch wieder beleben können. Ja. Ah, da haben wir noch so ein Ding. Also, was sie im dritten Teil, glaube ich, verändern wollen, dass man die Munition automatisch aufsammelt. Das. Ja, macht man ja stellenweise auch so. Werden sie aber wohl jetzt ein bisschen verstärkt noch einsetzen. So, blöd, dann kann man die Munition niemandem mehr übrig lassen. Ach, da sind Aggressionsartefakt. Okay. Raketenwerferschaden erhöht, Raketenwerferschaden. Schockresistenz. Ey, fast zu schade. Man kann ja nur ein Artefakt einsetzen.
Das Viech wirklich so groß, wie ich meine? Ja, so ein Stalker hatten wir schon mal. Ah ja, okay. Ja. Sieht irgendwie monströs aus. Ist halt ein Badass. Eine Badass-Variante. Jetzt habe ich gedacht, du bist gestalkt, aber dabei werde ich immer noch gestalkt. Enthüllt die Geschichte Pandoras. Oh, da ist ein Echo. Wollen wir uns das anhören? Ja, ich bin hier gerade. Ach so, du kämpfst gerade. Okay. Ja, kannst du machen. Okay. Nein, bitte nicht! Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Sophis. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott! Nicht sie! Nicht sie! Was hat dieser Mann getan? Zweifle nicht. Ich verspreche, ich bezahle. Ich bringe euch den Sünder. Lass sie nur nicht in meine Nähe. Was? Hör nicht hin, Kind. Exekutiere ihn. Ach, scheiß drauf. Ja, der hat die Maya, glaube ich, nicht so ganz gehorcht, oder? Ja. Wohl aber auch zu Recht. Braucht pro Schuss weniger Munition. Ja, probieren wir einfach mal aus. Ich habe einen neuen Raketenwerfer gefunden. Warst du das? Ja, das war ich. Und würde ihn ja aber nochmal ausprobieren dürfen, auch wenn kein Ziel da ist. Ja, Mann, mach. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt die Treppe rauf. Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slag zu erforschen. Es ist nicht nur ein Typ von Elementarschaden, wenn man weiß, wie man es benutzt. Hat Slag viele Einsatzmöglichkeiten. Da darf man ja mal gespannt sein. So, wie sieht's denn aus? Das schaut ein bisschen arena-mäßig aus und deswegen würde ich sagen. Oh, da kommen schon die ersten. Die kloppen sich gegenseitig. Ja, das war nicht verkehrt. Ja, dann würde ich mal sagen, genießen wir noch so ein bisschen die Aussicht, wie sich unsere Gegner gegenseitig dezimieren. Und ja, dann würde ich sagen, soll es das auch für diese Folge heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein würdet. Und schaut natürlich auch gerne bei Zocklog vorbei. Den Link zu seinem Kanal, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich einfach sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.